Die Nationalhymne würden die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen auch gerne in Rio hören. Und dann natürlich wieder mit einer Goldmedaille um den Hals. Eben alles so wie vor 4 Jahren in London. Die Titelverteidigung wird allerdings alles andere als einfach, denn andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben mächtig aufgeholt. Beim World Supercup in Frankfurt gab es gegen die Nachbarinnen eine deutliche Niederlage. Da hat im deutschen Spiel noch nicht viel geklappt. Wir haben einfach nicht gut als Team zusammengespielt. Also in der Defense haben wir nicht genug miteinander kommuniziert, so dass da viele Fehler passiert sind. Wir haben es den Holländern einfach viel zu einfach heute gemacht. Zu den Abstimmungsproblemen machte sich auch fehlendes Wurfglück der deutschen Spielerinnen bemerkbar. Wobei dies für den Bundestrainer eher was mit Können zu tun hat. Es hat nicht was mit Glück und Pech zu tun. Man muss halt auch zu Hause dran arbeiten. Und in der Nationalmannschaft kann man kein Wurftraining mehr machen. Da sind die Mädels zu Hause gefordert, habe ich denen eben auch noch mal mitgegeben. Jetzt in den nächsten Wochen das Ganze noch mal zu steigern. Aber ja, wie gesagt, da werden wir noch, oder wird jeder Einzelne noch dran arbeiten und wir im Team zusammen. Doch trotz aller noch anstehenden Arbeit, die Vorfreude ist groß, denn die Paralympischen Spiele sind einfach etwas ganz Besonderes. Ja genau, also die Paralympics sind natürlich für jeden Sportler das Größte, was man miterleben kann. Und es ist einfach so eine tolle Atmosphäre, die man einfach bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft nicht hat, weil man einfach die Sportler aus allen Sportarten beisammen hat. Und das Leben schon allein im paralympischen Dorf ist halt was ganz Besonderes, weil es ist ja wie so eine eigene Stadt. Man hat da alles vor Ort, aber es darf halt nicht jeder rein, sondern es sind halt nur Sportler. Und es war ja beim Vorbereitungsturnier in Frankfurt auch nicht alles schlecht, was die deutsche Mannschaft zeigte. Marina Mohnen beispielsweise wurde Topwerferin des Turniers und auch Mareike Miller mit der Rücknummer 4 spielte gut. Trotzdem unterlag das deutsche Team gegen die Niederlande mit 58:44. Gefeiert wurde dagegen bei den Herren, denn hier konnte das deutsche Team das Turnier gewinnen, was natürlich große Hoffnungen auf die Paralympischen Spiele in Rio macht. Vor allem mit der Abwehr war der Bundestrainer sehr zufrieden. Ich glaube, unsere Gegner hatten Schwierigkeiten mit unserer Verteidigung. Das macht mich sehr glücklich, weil das sollte unser Prunkstück werden oder ist es vielleicht sogar schon. Und von daher vielleicht auch insbesondere mit der Tiefe der Bank, die wir haben, dass wir gut rotieren konnten und unser Level halten konnten. Also ich bin momentan rundum zufrieden. Das konnte auch Thomas Böhme sein. Der Spieler aus Wetzlar vom RSV Landil zeigte eine gute Leistung. Die Stärken der Deutschen sind bekannt. Gerade in diesem Turnier hat man gesehen, wir können viel rotieren, wir können Spielern eine Pause geben und wir haben eigentlich nicht wirklich einen Leistungsabfall. Und natürlich, was jede deutsche Mannschaft auszeichnet, Turniermannschaft und Kampfgeist. Doch trotz guter Vorbereitung wird nichts dem Zufall überlassen. Das Team hat bereits brasilianische Luft geschnuppert. Wir waren ja vor 3 Wochen schon da in Rio und haben schon mal ein Trainingslager gemacht, ein paar Testspiele gegen Brasilien. Wir haben das Land schon mal angucken können, die haben die Euphorie der Paralympics schon dort vor Ort gesehen. Und ja, wir freuen uns riesig darauf. Also wir konnten in die Stadien noch nicht rein, die waren alle noch abgesperrt irgendwie, aber wir sind ganz heiß darauf, dass es endlich losgeht. Das Erreichen des Viertelfinales ist Minimalziel bei den Herren. Platz 5 wäre ein Traum, doch zurzeit überwiegt trotz anstrengender Vorbereitung vor allem die Vorfreude. Ja, das ist natürlich das Ereignis für jeden Sportler schlechthin. Ist schon groß, die Vorfreude, natürlich, aber dadurch, dass wir jetzt auch schon so lange drauf hingearbeitet haben, mit Quali, durch die EM uns qualifizieren mussten und dann eigentlich wussten, okay, wir sind dabei, seitdem ist eigentlich schon die Freude da. Und jetzt, umso näher es kommt natürlich, umso größer wird die Freude. Am 7. September starten sie, die 15. Paralympischen Spiele.